Okay. Unser Thema heute ist die Überwältigung des Lebens. So viel zu tun, zu wenig Zeit. So dieses diese Überwältigung. Was für Emotionen kommen auf für euch? Ist das Stress? Ist es Angst? Ist es Frustration? Das könnt ihr euch aussuchen. Und dann müsstet ihr sehen, von der Nummer 0 bis 10, wo steht das im Moment in der Intensität. Seit 10 ist also total schlimm, 0 ist, ist eigentlich nicht da. Und wenn ihr das habt, dann lasst uns anfangen zu tappen. Hier an dieser Seite der Karate Chop. Und ich schließe meine Augen, weil ich mich dann besser konzentrieren kann mit den Worten, die ich sagen möchte für euch. Okay? Und ihr könnt dann mir nachsagen, was ich sage und auch eure eigenen Gedanken hineinfügen. Dieses Gefühl, zu viel zu tun zu haben, dieses Gefühl, diese absolute Überwältigung, sie ist schrecklich für mich. Diese Überwältigung, diese enorme Überwältigung. All die Dinge, die ich schaffen muss, diese Überwältigung. Obwohl ich diese Überwältigung empfinde und habe, liebe und akzeptiere ich mich trotzdem. Diese Überwältigung, obwohl ich sie fühle, ich liebe und akzeptiere mich trotzdem. Diese Überwältigung. Ich möchte sie so gerne loswerden, aber da ist sie und ich möchte sie loswerden. Auch wenn sie da ist, ich liebe und akzeptiere mich trotzdem. Diese Überwältigung, sie bringt mich runter. Diese Überwältigung bringt mich runter, aber ich liebe und akzeptiere mich trotzdem. Diese Überwältigung. Die Überwältigung, so viel zu tun, so wenig Zeit, der Stress, der davon kommt. Aber ich liebe und akzeptiere mich trotzdem. Diese Überwältigung, ich möchte sie so gerne loswerden. Aber es sieht aus, als ob es alles nur auf meinen Schultern liegt. Und das ist, wo ich mich so überwältigt fühle. Werde ich es je fertig kriegen? Werde ich je nicht so viel auf meinen Schultern tragen müssen? Diese Überwältigung, ich möchte sie so gerne loswerden. Dieser Stress, den ich deshalb fühle, zu viel zu tun, ich werde niemals fertig. Oder vielleicht kann ich anders darüber denken. Überwältigung, wenn ich das nicht alles so im großen Bild sehe und es mir in kleinere Teile aufteile, dann wird es sicher weggehen. Und obwohl ich mich jetzt überwältigt fühle, ich liebe mich und akzeptiere mich trotzdem. Ich muss anders darüber denken. Und ich entschließe mich jetzt darüber so zu denken, dass diese Größe von dieser Überwältigung wahrscheinlich genau das ist, was mich überwältigt. Und genau wenn man ein Haus hat, der so viel zu tun hat, wenn man irgendwo anfängt und immer dabei bleibt, ein bisschen nach dem anderen, geht es dann und wird gut. Man schafft es. Es wird sauberer und sauberer. Und es braucht ja nicht alles auf einmal zu sein. Ich mache das Beste, was ich kann. So, ich entschließe mich jetzt, nicht mehr so kritisch zu sein mit mir. Ich entschließe mich, mich trotzdem zu lieben und zu akzeptieren.
Viele Menschen haben dieses absolute Stress in ihrem Leben, zu viel zu tun. Und ich kann mich anders entscheiden. Es ist wichtiger zu leben, als mir darüber Gedanken zu machen. Und wenn ich daran denke, woher das kommt, dann sehe ich meine Eltern mit so vielen Dingen zu tun. Und ich habe sie im Stress gesehen. Und vielleicht, wenn ich das jetzt anders sehe, wird es besser werden. So, ich entschließe mich jetzt, mich trotzdem zu lieben, obwohl ich dieses absolute Überwältigung empfinde. Ich liebe und akzeptiere mich und ich entschließe jetzt, meinen Stress loszulassen. Ich liebe und akzeptiere mich. Der Stress ist nur ein Gedanke und der Overwhelm und das Überwältigtsein ist auch nur ein Gedanke, den ich jetzt loslassen kann. Ich liebe und akzeptiere mich genauso, wie mein Leben ist, genauso, wo ich stehe. Ich liebe und akzeptiere mich. Einmal tief durchatmen. Und ich hoffe, dass ihr daran denkt, es ist alles nur ein Gedanke und Gedanken kann man ändern. Und wenn wir alles, diese massiven, großen Dinge in kleinere Teile aufteilen, das ist das Einzige, was wir je machen können, eins zur Zeit. Alles Gute und lebt euer Leben und habt viel Spaß. Auf Wiedersehen.